Ja, Sabine, ich hoffe, ihr konntet uns alle sehen. Wir winken gerade zu We Love You! Und jetzt übergebe ich an Bernd. Liebe Berliner, liebe Pankower, Autokurse Berlin mit einem Auto- und Fahrradkurso heute in der Arkonastraße. Warum? Warum? Man hat uns unsere Sabine eingesperrt. Warum sitzt Sabine im Knast? Im Januar 2020 befahl der regierende Bürgermeister Müller, Maske in verschiedenen Straßen Berlins, so auch in der Berliner Schlossstraße in Steglitz. Da oben, ja. Wer hat denn damals wirklich begriffen, wo man eine Maske aufsetzen soll und wo nicht? Und ich habe es nicht gewusst und Sabine wusste es nicht. Und Sabine setzte sich in der Schlossstraße, keine Maske. Sie ging ohne Maske durch die Schlossstraße. Sie bog in die Schlossstraße ein und rennt genau den Häschern des Ordnungsamtes in die Arme. Und wird von hinten angeschrien, Maske auf! Und Sabine, ganz erschrocken, setzt sich ihre Maske auf. Zu spät. Sie war ja in der Schlossstraße ohne Maske angetroffen worden. Weglaufen war nicht. Sabine wurde festgehalten. Sabine wollte sich losreißen. Schwupps, haben wir den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen. Ach so. Liebe Sabine, ich wechsle jetzt mal den Standort. Also, die Häscher vom Ordnungsamt haben unsere Sabine festgehalten. Sabine wollte sich losreißen. Schwupps war der Widerstand vollzogen. Sabine wurde aufgeschrieben auf dem Zettel. Und dann kriegte sie eine Strafanzeige von der Staatsanwaltschaft. Und zwar wurde dann ermittelt gegen sie. Aber es wurden auch keine entlastenden Beweise aufgenommen. Es wurde nur, Sabine hat Widerstand geleistet. Und schon haben wir eine Kriminelle geschaffen. Und die Straftat ist übrigens auch aufgeklärt. Ne? Das ist gut für die Statistik, wenn aufgeklärte Straftaten immer gleich aufgeklärt werden. Und dann kriegt Sabine einen Strafbefehl. Allerdings nicht zugestellt. Ne? Da wurde dann irgendwo abgegeben, keine Ahnung wo. Später kriegte Sabine eine Mahnung, warum sie denn die 2700 Öcken noch nicht bezahlt hat. 2700 Euro, 90 Tagessätze. Aber nur war zu spät, Einspruch einzulegen für eine Verhandlung. Alles war zu spät. Die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand, so beantragt mit der Anwältin, wurde von der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Jetzt stand Sabine vor der Wahl, 2700 Euro in die Kriegskasse zu zahlen. Dann habe ich dann vor schon, Sabine hat gesagt, nein, in die Bundeskriegskasse zahle ich keine Euro ein. Und? Wie ist die Qualität? Dann bot man ihr gemeinnützige Arbeit an. Aber sagt Sabine, nö, Freiheit durch Arbeit, Arbeit macht frei, das klingt doof, das will ich nicht. Und dann zog Sabine stolz ein in die JVA, Alfredstraße, Lichtenberg. Am 3. Februar. Jürgen hat sie hingebracht, danke Jürgen. Ja. Jürgen hat sie hingebracht, da haben die beiden noch ein schönes Foto gemacht vor der JVA. Lichtenberg, Alfredstraße 11, wo noch mehr prominente politische Gefangene einsitzen. Sabine, habt ihr jetzt Halbzeit, Halbzeit gesagt, Sabine am 3. wirst du entlassen, wir werden dich abholen und am 6. Mai, mach dich schon mal frisch, ist der nächste Autokorso, da bist du wieder dabei. Ja, Sabine, ich hoffe, du hast fleißig das Lied gelernt. Und wenn du jetzt Amigo Rom hören willst, will ich ein Herz von dir sehen. Zeig dir ein Herz, Sabine. So, extra für dich, Amigo Rom.